Hey Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, und heute zeige ich euch, wie man ein Mechaniker-Outfit in GTA Online erstellt. So, dafür geht ihr natürlich wie immer zuerst mal wieder in den Bekleidungsladen eurer Wahl. Und ich gehe jetzt auch schnell rein, nicht dass ich hier abgeknallt werde. Und ja, also ihr geht zum Bekleidungsladen eurer Wahl, egal welcher, Ponson Boys oder, ja, hier ist auch Ponson Boys oder Suburban oder so. Ist egal, gut. Okay, wir fangen natürlich wieder unten an. Das heißt, wir gehen als erstes zu den Schuhen. Und neben uns die aschgraue Arbeitsstiefel 70 von 115. Gut. Danach geht ihr zu den Hosen. Und gönnt euch bei Shorts das zweite von 82 blaue Arbeitsshorts. Sieht nice aus, finde ich. Übrigens, das Outfit trägt auch der Typ bei Los Santos Customs. Gut, dann kommen wir zum letzten Teil. Und zwar das Hemd. Und das ist das 26. von 48. Und dann das 8. von 89. Rot gemustertes Kurzarmhemd. So, wenn ihr das habt, dann ist euer Mechaniker-Outfit fertig. Ihr könnt meinetwegen noch eine Brille oder so da dran machen, irgendwie so eine Arbeitsbrille oder eine Uhr oder so. Aber das bleibt euch überlassen, da habt ihr freie Wahl. Und ja, Leute, gut, das war's mit dem Video.